Ruck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic E3, Sprache als aufs Handy gucke. Guckte. So, herzlich willkommen. Jo, wir machen weiter mit Gothic 3 und Diego. Jo, was haben wir zuletzt eigentlich gemacht? Oh Gott, überlegen, wir haben versucht, dieses Huhn hier zu fangen. Genau dieses Huhn haben wir versucht zu fangen. Wo geht denn dieses Huhn jetzt hin? Hör auf damit! Ey! Leute, es ist hart! Oh. Hast du fertig gemacht? Hey! Da ist ja einfach nicht mal Gold dabei. Ja komm, das ist eine Sklave jetzt, also. Gibt's hier irgendein Problem? Die sind grün. Normalerweise sind die doch weiß. Grün, gelb, rot. So, die Sklaven haben. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Du hast angefangen, ja, mein Freund. Hä? Ich hab zu tun. Ich wollte nur ein Stückchen Hühnerbrust. Auf die Kleinen. Die Kleinen. Alter, was hatte der für Dinge auf dem Rücken? Da bleibt er in der Tür hängen. Na, hat ein Glück, dass die Sklaven nicht durch die Tür gedürfen. So, na, Gott sei Dank. So, irgendjemand ist hier grün. Irgendjemand ein Problem, dass ich eure Sklaven hier verhaue. Hast du ein Problem damit? Was? Kafu sollte dich nun nicht mehr stören. Kafu sollte dich nun nicht mehr stören. Ja, da war ja was mit der Seuche. Sein kleines Problem ist gelöst. Jo. Zumindest momentan. Danke, mein Freund. Zumindest momentan. Jetzt kann ich hier wieder in Ruhe meiner Arbeit nachgehen, ohne mich verstecken zu müssen, wenn Kafus kommt. Nimm diese Kleinigkeit an dich. Das war es mir wert. Und hätte wollen wir zu den Nomaden gehen. Weil wir wollten schon das letzte Mal dorthin. Aber vorher müssen wir schlafen gehen. Vielleicht steht ja irgendwo ein Bettchen rum. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich auch nicht glauben. So etwas darf nie wieder geschehen. Wir müssen vielleicht noch mit Al-Hazar reden. Ich glaube, ich sitze bei mir ein bisschen komisch da. Jetzt wollen wir ins Questwork rein. Dann müssen wir L drücken. Wir haben nicht mehr viel Morasul. Wir müssen nach Bakares. Bakares H. Bestrafe Sklaven Yusuf. Hatten wir noch ein Problem mit Bandaro? Ich werde mich nicht um Wutras kümmern, ja, seine Bande kümmern. Das werde ich nicht zulassen. Das werde ich nicht zulassen. Dann kann ich irgendwo scheint hier ein Bettchen für mich rum. Wir suchen noch einen Seelenkelch. Lass mich mal in das Bettchen, Diego. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Du hast 8 Stunden geschlafen und bist ausgeruht. Wo war denn der letzte Seelenkelch? Ich weiß es leider nicht mehr. Wie viele Seelenkelche haben wir denn? Es ist doch immer dieselbe Geschichte. 8 Feuerkelche haben wir. Ich weiß nicht mehr, wo die anderen 4 waren. Wir haben 4 Seelenkelche. Was ist, wenn ich das Pferd hier schlachte? Wollten wir noch was von dem Schmied? Ich weiß es nicht. Nee. Gut, über das TTS nachgeäfft. Ja, aber so reden die. Ey, bleib doch mal stehen, ja Mensch. Ja, so reden die doch nun mal. Also mal ganz ehrlich. Was ist das hier? Was? Hanna? Hä? Hallo. Was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Bist du ein Kaufmann? Aber was ist mit? Ein anderer Kaufmann. Jeder hier kennt mich.
Das Essen ist abwechslungsreich. Und es gibt eine große Auswahl. Hals, die würde ich mal untersuchen lassen. Wähle aus, was dir am besten gefällt. Wenn deine Juwelen herumliegen, werde ich sie zu einem guten Preis kaufen. Komm schon, schau dir deinen Artikel an. Was? Schau dir deinen Artikel an? Oh, das passiert, wenn man sich über Grafikfehler lustig macht. Jawohl, danke. So, Drecksspiel, was ist denn das hier? Keksbrot? Nee, ist ja ekelhaft. Banane? Nein. Affenknacker? Nein, wir brauchen nicht. Hast du Seelkelch für mich? Hast du Seelkelch für mich? Seelkelch? Wo ist denn der letzte Seelkelch? Was? Verdammt nochmal, das gibt's ja wohl nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Hä? Wo ist denn das Ding? Hocker, Ilja, wollten wir von dir noch irgendwas? Zeig mir dann. Ich weiß noch, wie ich das letzte Mal im Stream-Projekt hier rumgerannt bin und keine Sau von diesen Scheißhändlern hat mir auch nur annähernd irgendeine Form an Tränken verkauft. Die Stadt voller Händler, aber keiner verkauft mir das, was ich brauche. Tränke, Heiltränke, als Magier Mana-Tränke. Hier, was ist das hier? Wasser und Wein. Jawohl, aber die Dietrich kannst du mir mitgeben. Du kriegst sogar Gold dafür, guck mal an. Ja, das ist. Was soll man dazu sagen? Zeig mir das. Ja, man soll sich die Rezepte am besten kaufen und selber herstellen, den Scheiß. Ja, aber es ist doch. Ey, komm mal. Na, ganz ehrlich. So. Ramon. So, wie viele Lernpoints haben wir denn eigentlich? Wir haben 19. Wollen wir noch mindestens 10 oder 15 Lernpoints hier investieren, um unser Leben hier hochzuballern? Dann mach mal 10 wieder rein. Belia. Ja. Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Kann man nie genug haben. So, der gibt mir zwar 20, natürlich minus 10 plus 20. Ja, das ist eine Rechnung. So, 488. Mit 488 Leben fängt das Spiel erst richtig an. So. Was wollte der eigentlich von mir? Der wollte ja die Seelenkelle hier. Ich weiß aber nicht mehr, wo der letzte war. Hier oben waren wir doch auch schon plündern. Ich weiß ich noch. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal zu den Nomaden. Ja, da will uns der Wassermagier hier einquaken, dass wir hier für den hier wegen den Untoten und so. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da unten auch noch einen Teleporterstein noch hinkriegen. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hier lernen, hier einen dritten Mann mitzunehmen. Da will ich hier mit Begleitern und sowas alles machen, wie bei Nostalgic Edition. Aber nein. Nein! Lauf! Lauf, du Schlumpf, du! Oh, blödes Schwein! Ja! Tuff, wir fahren in den Puff. So, war mit dir jetzt was Neues? Wir kommen wieder nicht zu den Nomaden, oder? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja. So, Gafu. Nee, kannst du vergessen, dass ich dir Gold gebe. Was für meinem Gold? Ich hab gar nicht so viel Gold, Mann. Ich kann dir nicht 700 davon geben. Ich bin der Pirat Junger Bones im Übrigen. Hier unschwer zu erkennen an meiner Piratenkluft. Das ist eine moderne Piratenkluft. Weil das mit dem roten Mantel und mit dem schwarzen Hut, das war gestern. Wir sind da moderner unterwegs. Wir haben einen Strohhut und eine Risen 1 Rüstung. Eine Banditenrüstung von Risen 1. Ja. Weil wir Junger Bones sind. Kommen die mit hier hoch? Jedenfalls hier teleportieren wir uns. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Problem hier. Ja, und kommen die mit hier hoch? Wow, ich bin ja fast stolz auf euch. Was liegt denn hier rum für mich? Minecrawler-Zangen, wo kommen die denn her? Wieso liegen hier Minecrawler-Zangen einfach so rum? Wir können ja auch mal auf E drücken. Damit Gorn und Diego hier aggressiv sind. Nee, warte, das war da oben, oder? Hä? Nein, komm. Was ist denn da vorne für eine Höhle? Ist das eine Höhle da vorne? Ich weiß es nicht. Das sieht so aus.
Nö. Das ist aber nicht die Höhle, die wir suchen. Wir suchen ja keine Höhle. Wir können ja da mal reinlösen, aber das dürfte nicht die Höhle von den Nomaden sein. Die ist ja, hier müsste hier oben sein. Oberhalb der Oase. Was war denn hier drin? Was ist das denn? Löwen! Hau sie weg! Ruhe! Ein Mystery weniger. Das wäre erledigt. Ja, das wäre erledigt. Das war jetzt hier eine Löwenhöhle. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher auch. So. Noch mehr hier unten? Hallo? Naja, wir können ja mal mit dem Lokationslokator gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Eine Truhe, eine versteckte Truhe. Unmöglich. Unmöglich, sagt er. Also, da hätten wir mal die Lernpunkte mit reinstecken können, Mensch. Na egal. Mal sehen, ob ich mir die Truhe merken kann. Wahrscheinlich nicht. So, hier ist was. Hier, achso, hier. Quatsch. Ja, nach Hause, wo ist das Ding hier? Jo, ich weiß nicht, ob es die Höhle immer schon gab. Ich habe durch die Mods habe ich auch schon gesehen, dass hier Höhlen zu finden sind, die ich noch nicht kenne. Aber wenn wir jetzt hier jetzt hochrobben, hier kommen die, glaube ich, direkt nicht mehr drüber, oder? Nee, genau so. Aber wir haben Teleport. So. Dankeschön. So. Praktisch das Ding. Ja. 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 Was ist das denn da? Guck mal hier, warte. Guck mal ganz links am Bildschirmrand. Da können wir so die Mauern hier in die Treppe. Das sind Treppen oder was ist das da? Keine Ahnung. Oder das sind da eigentlich Treppen? Das sind Treppen. Ach so, jetzt verschwinden die? Jetzt sind die wieder da. Jetzt verschwinden die, sind wieder da. So. Das sind die Originaltexturen. Red Medics Texturen, die verschwinden dann. Tja, Red. Grüße gehen raus. Red Medics. So, den hören wir ja zu Genüge in der Quentin's Bandemod. So, das spricht aber so sanft, dass man ihn kaum rauserkennt. So, kenne ich gar nicht von ihm. So, Kaspar. Willkommen. Nee, Kaio. Merdarion hat uns schon viel über dich berichtet. Hast du auch, mich so anzuschreien? Wir sind bereit für dich zu kämpfen, Entscheider. Wie Entscheider? Wir werden dich in die Sklavenburg begleiten und unser Blut mit dir vergießen. Was? Wo willst du dein Blut vergießen? Ich vergieße lieber das Blut anderer Menschen. Also hier im Spiel. Es ist Zeit, Morazul anzugreifen. Nein. Hör doch mal auf, Mann. Was können wir denn tun? Was können wir tun? Ja, wahrscheinlich so. Außerhalb von Morazul gibt es genug Sklaven, die unsere Hilfe brauchen. Oh, ja. Morazul. Ja, was denn? Es geht um Ausgrabungen in der Tempelruine und einer Oase. Was ist mit der Oase? Dort residierte ein Assassine namens Myra, bekannt für seine spezielle Behandlung von Frauen. Nein, die habe ich nur getanzt. Ich weiß nicht, ob er sie vorher angefasst hat. Dieser Schurke reist im Land herum und kauft die schönsten Sklavinnen. Hat du leider keine gefunden, hat du die hässlichsten gefunden. Dann unterzieht er sie schrecklichen Demütigungen. Wir haben die Chance,
dem ein Ende zu setzen. Greifen wir die Oase an? Nein, wenn ich die Oase angreife, dann alleine. Was heißt alleine? Greifen wir die Oase an? Nee. Wir greifen noch niemanden dann von den Assassinen. Ging die Höhle nicht noch weiter hier hinten? Guck mal, Teleporterstein. Merdarion Lara. Tag. Merdarion. Gut, dass du gekommen bist. Jo. Guten Tag heißt das hier. Was? Merdarion, ja. Was machst du hier? Ich studiere die Schriften des alten Volkes. Was kann ich für dich tun? Du hast das Artefakt gefunden. Sehr gut. Ja. Falls du Saturas suchst, er hat sein Lager beim Tempel von Al-Shedim aufgeschlagen. Ich suche aber nicht deinen blöden Saturas, Mensch. Der Tempel von Murasula ist geöffnet. Stehlen Sie Teleportersteine. Ja, zwei sind immer besser als einer. Genau. So, gefickter Taschendiebstahl. Nein. Der Tempel von Murasul ist geöffnet. Der Tempel von Murasul ist geöffnet. Ja. Das war ja auch nicht zu übersehen. Wieso? Die Toten wandern über das Land und machen alles, was ihnen begegnet, dem Erdboden gleich. Wir müssen dem Treiben ein Ende bereiten. Ach, was können wir tun? Die Horden der Toten werden angeführt von 5 untoten Feldherren. Wenn diese fallen, können wir das Schlimmste verhindern. Lass uns die Untoten aufmischen. Ja, lass uns in die Schlacht ziehen. Die Feldherren des alten Volkes gehören nicht in diese Zeit. Ihre Herrschaft ist schon lange vorbei. Folge mir. 4 ist die neue 5 im Übrigen. Jo. So, liebe Kinder. Liebe Kinder, falls ihr zusehen. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wer bist du denn? Bei unserem letzten Überfall haben wir einen unserer Leute verloren. Kann ich was dafür? Die Assassinen haben Anktos, meinen Bruder, gefangen. Ja, lass mich doch mit deinem blöden Antrag irgendwas jetzt. Ich dränge nicht darauf, aber wenn du in der Stadt bist, finde heraus, was mit ihm passiert ist. Also langsam bin ich versucht, hier jedem, der mich blöde von der Seite anzulabert im Spiel, direkt eins auf die Nuss zu geben. Was? In der Wüste kann es ziemlich heiß werden. Ja, das ist schön für dich. So, wir müssen jetzt mal die Waffe weg. Na ja, bat. Gut so. Komm schon, den schaffst du. Ja, bin ja dabei. So. Der Mistke hat noch nicht mal Gold dabei. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ein Speer, der leicht. Ja, jetzt greifen die. Ja, genau so habe ich mir das gedacht, dass die alle rauskommen. Nee, aber es ist einfach nervig, wenn man. Man geht seines Weges auf einmal. Hat man hier gefragt. Das ist bei Quentin Mod, das ist bei den Mods. Gerade bei den Mods bei Gothic ist das gang und gäbe. Das ist ekelhaft. Damit der Spieler ja nicht so dumm ist und daran vorbeirennt, hä? Wer nicht in der Lage ist, das selbst auf Missionssuche zu gehen, der ist im falschen Spiel. Der braucht sich am Ende nicht wundern, dass er die Mission nicht kriegt. Dafür ist das Spiel ist nun mal so da. Dafür, dass man hingeht und mit den Leuten redet. Freiwillig, ohne irgendwie hier durch das Spiel informiert zu werden, hier bei Gothic. Das war immer schon so. Jetzt bist du dran! Gib ihm Hass!
Was soll denn das? Ich wollte eigentlich abwarten, mich teleportieren dann und so. Was greifen mich die denen jetzt an, Mensch, der Grund vor allen Dingen? Der Grund, der die früher beschützt hat im neuen Lager. So, greift den Wassermann hier ein. Ich kann mir auch vorstellen, warum, weil er mit seiner blöden Magie hier meine Kameraden verletzt hat. Und sobald wir jemanden hier angreifen oder verletzen, dann fangen die an hier. Greifen die sich schon irgendwie gegenseitig an, noch nicht? Oh. Elendes Drecksvieh! Gut, elendes Drecksvieh! Das ist mir das Begleitersystem hier, der einen Strich durch die Rechnung macht. Das war's für dich, Mistvieh. So, das wäre erledigt. Und da hinten rennt schon wieder die Mumie, oder? Armselige Kreatur! Armselige Kreatur! Na komm schon, hau um den Sack! Und dich ist es nicht, schade! Der blockt mich im eingefrorenen Zustand, oder was? Was ist das denn für Scheiß? Ja, komm! Alter! Du wirst ja wohl ausweichen können nach hinten, ja, mein... Alter, das ist ja furchtbar. Ich meine, dass die reinhämmern ohne Ende, das ist eine Sache, aber dass man noch nicht mal nach hinten ausweichen kann. Bei den Mistviechern. Und wieder diese bescheuerte Krankheit hier. Vor allem der blockt im eingefrorenen Zustand. Ich treff den da einfach nicht. Was, wo haust du hin? Mann. Dich ist es nicht, schade! Jetzt kommen die wieder! Komm, haut doch ab! Dich wird niemand vermissen! Au! Um dich ist es nicht, schade! Greift ihr euch schon gegenseitig an, noch nicht? Ja. Wo willst du nur hin? Ein Mistvieh weniger! Feldherr der Untoten. Elendes Drecksvieh! No, danke schön, herrlich. Super. Haben wir alle wieder beruhigt hier? Ah. Au.
Oh. Ah. Elendes Drecksvieh! Ein Mistvieh weniger! Beim Greif der Gurnenwassermagier hier, ja, wie gesagt, im neuen Lager, da war das Söldner der Magier und der war ja dabei, die zu beschützen hier. Ja. Jetzt greift er die an! Oh, ein Mistvieh weniger! So, das war's mit dir, du armselige Kreatur! Ich hasse die Viecher. Aber solange man diese Mumien und sowas nicht an sich rankommen lässt, dann sind die jetzt auch nicht unbedingt die allerschwersten Gegner. Aber was ist denn jetzt mit dir hier? Alles in Ordnung? Was? Klar. Bleib dicht hinter mir. Wir müssen sie alle erwischen. Ja, sind wir dabei. Wir speichern mal groß und fett ab, machen wir sowieso gleich. Wir sind gleich fertig mit der Folge für heute. Aber trotzdem, sicher, sicher. Sag mal, Meister, was bist du denn hier? Ey! Der wollte mir hauen gerade hier. Mensch, ich kotze sowas an! Mann! Baut das scheiß Zeug doch mal richtig aus, Mann, wenn ihr schon hier Mods macht, Mann. Alter. Der mit seinem blöden Unwetter hier oder was das sein soll, das hilft doch sowieso nichts. Hör doch auf mit der Scheiße. Sobald er anfängt, hier dieses Unwetter zu machen oder was das ist, haben wir eigentlich schon Müll an. Ja, natürlich blockt er, wenn er eingefroren ist. Was ist das denn für ein Scheiß? Das Drecksvieh! Mann, da sind Kampf. Halt deine Schnauze. Da sind so Kampftaktiken hier im Spiel, die machen mich manchmal hier ein ganz bisschen, bringen die mich aus der Fassung. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So. Krasses Viereck hier oder Zweieck, keine Ahnung. Das ist ein Zweieck. So, Zweieck, was macht ein Zweieck zum Zweieck? Zum Zweieck? Ja, die zwei Ecken. So. Das ist ein Schnapper. Ja, man rennt natürlich mit denen hier durch die halbe Wüste. Komm, nee, jetzt nicht. Wolltest du mich gerade mit deinem komischen Hackebeil hier hacken? Muss ja wohl spinnen, ja, ey. Blödmann. Das ist ja nicht mal eine Waffe, was du dort hast. Das ist ja bloß ein Holzfällerapparat. Naja, ich weiß. Das war's mit dir, du. Alter, wo ist denn der hier mit seiner scheiß Mumie? Die dämlichsten Gegner im ganzen Spiel, die scheiß Mumien. Ja, natürlich haben wir wieder die Dinger am Hals. Mann, hast du es wieder geschafft hier? Als ob der ausweicht, ja, ey. Nein, ach Mann. Das ist so ein blödes Gemach mit den Mistviechern. Oh!
Au! Schieß doch! Armselige Kreatur! Mann! Armselige Kreatur! Na? So, das war's mit dir, du Mistvieh. Steht er nur hinten? Ein Mistvieh weniger. Irgendwas mit zwei Waffen. So, können wir uns mal wieder sammeln hier? Können wir natürlich nicht, weil der natürlich hier weiter rasen will. Nur ganz wie du willst. Mit was eiert der denn noch rum hier? Komm, nee. Blöde NPCs, die müssen aber knallhart immer weiter rennen direkt. Ich hasse die Viecher. Dann nimm doch das Schwert mit, Mann. Block natürlich kreisrund im eingefrorenen Zustand. Ich reiß dir den Kopf ab. Oh. Ich hätte ja gesagt, ich lasse Gordon und Diego dann irgendwo warten, aber... Ich brauch die schon hier mit dabei. Ja, du Blödmann hier, scheiß Magier. Au. Au. Ein Mistvieh weniger. Ja. Ja, jetzt auch ein Heiltrank hier. So, wo ist denn Diego? Och, du kotzt mich an! Aber wie soll ich den hier direkt vermöbeln, Mann? Blödes Arschloch hier! Scheiß dumme NPCs jedes Mal. So, das wäre erledigt. Bayern jetzt nochmal. So, wir sind gleich fertig mit der Folge. Mach blöd. So. Um dich ist jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße. Mann, hier ist doch niemand mehr. Wo ist denn Diego hin? Bleib stehen, du Lump. Nein, bleib schön stehen hier. So, wir speichern das jetzt mal. Wir benutzen mal kurz den Teleport. Alle beide wieder hier. Genau, ich weiß nicht, ob uns das auch befähigt dazu, hier die Aggression gegenüber dem Merdarion dann einzudämmen, ja, wenn wir den Teleport machen. So, der Heiltrank hat auch früher mal mehr gewirkt. So. Wir haben jetzt zwei der fünf Feldherren umgehauen. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Kommt morgen wieder. Tschüss.